Da wollen wir hin. Die JAL, also die Japan Airlines First Class Lounge hier in Haneda, die besuchen wir heute mal. Aber nicht, weil wir First Class fliegen, sondern weil wir eigentlich Business Class fliegen mit der Airline, also nach San Francisco. Aber mit einem Status kommt man da auch rein. Ein Status bringt uns also quasi, obwohl wir Economy oder Business Class fliegen, in diese First Class Lounge. Wie das funktioniert, gleich nach dem Intro und was diese Lounge bietet, ebenfalls. Genau, das sind die verschiedenen Status, also letztendlich First Class Lounge und Diamond ist der Status bei JAL, aber auch Onward Emerald. Das ist dieses grüne Teil da. Das grüne Teil da bedeutet Onward Emerald. Das ist auch bei British Airways. Dann hat man diesen Status auch hier bei Japan Airlines. Und damit kann man entsprechend dann auch in die Lounges von diesen Airlines gehen, weil sie sind in einem Verbund. Ein Verbund, eine Allianz bedeutet, dass man sich zusammengeschlossen hat. Und das ist bei der Oneworld besonders toll, weil man dann mit einem Status bei British Airways, den man etwas schneller und einfacher erreichen kann, echt super gute Vorteile hat bei anderen Airlines. Und das ist der Lageplan. Also, so sieht die Lounge aus. Das heißt, in dem vierten Stock mit 4F ist die Lounge. Das müssen wir mal genauer angucken, denn das ist die Red Suite. Die Red Suite ist ein spezieller Raum jetzt hier innerhalb der Lounge und die ist gut, muss ich sagen. Gut, setzen wir uns erstmal. Bequem auch kurz. Das ist jetzt nicht unbedingt so First Class Light sitzen hier. Aber warum sitze ich hier gerne? Weil. Und die Münchner gehen nicht gerade raus. Das ist der normale, der Pierre de Brou. Den haben wir ja schon in NRT. Und da drüben gibt es andere. Und das ist der rote Salon. Habt ihr schon beim Eingang gesehen? Der rote Salon ist ein etwas alternativer oder ganz anderer, wie so eine andere Welt hier in der First Class Lounge von JAL. Ja, aufgebaut. So ein bisschen versteckten ja, Ideen, so ein bisschen retro-mäßig aufgebaut. Das heißt also, wir haben alte Sessel mit Ohrensessel. Habt ihr die gleich in der Ecke gesehen? Wir haben Leder. Stühle und Ledersessel, also und natürlich ganz viele Flugzeuge. Also alles auf Aviation gemacht. Finde ich toll. Also ich glaube, der ist auch gar nicht so alt, dieser Raum, der The Red Suite, weil er war erst kurz vor der Pandemie gemacht oder eröffnet worden und dann nicht benutzt worden, jetzt erst wieder. Und er ist noch ein kleines Geheimnis. Es ist nicht wirklich viel los hier in Lounge und auch nicht hier in diesem Bereich. Liegt vielleicht daran, dass es hier drin direkt nichts zu essen, zu trinken gibt, das ist dann da draußen zum Sitzen hier. Es ist wunderschön, finde ich. Total angenehm, tolle Atmosphäre und ich könnte hier länger sitzen bleiben. Was würdet ihr sagen? Aber das absolute Highlight hier in der roten Suite ist die kleine Champagnerbar. Das erinnert mich total an British Airways, The Galleries Lounge, die Champagnerbar. Kennt ihr sie noch? Also, sie gibt es ja noch. Aber sie ist irgendwie nicht mehr so ganz aktuell, weil es gibt andere und es gibt diese jetzt hier. Hier gibt es irgendwie einen anderen Champagner als ein paar Meter weiter. Also es gibt zwei verschiedene Champagner-Sorten hier. Das ist ein Joseph Piret. Also hier sind die Getränke der gesamten Lounge. Wer kein Champagner mag, der kann natürlich auch andere Getränke nehmen, wie zum Beispiel Gin and Tonic oder Sake, japanischer Schnaps. Nicht unbedingt, aber nicht so hundertprozentig, aber schmeckt interessant. Wer es mag, kannst du mal probieren. Das Bier, das japanische Bier darf auch nicht fehlen. Es wird automatisch eingegossen. Also hier. Aber ich will es jetzt nicht machen, weil ich habe jetzt gar keine Lust auf Bier. Aber man stellt das Glas da rein und dann wird es gekippt und dann wird es eingegossen. Zwei Rotweine und zwei Weißweine und ein Champagner hat man hier in diesem Bereich. Ich
hier befindet sich nämlich das spektakulär Wichtigste. Das Restaurant, ne? Also wie man hier essen kann. Und es ist nicht so, dass man hier ein Buffet hat oder sich hinsetzt und man wird bedient. Nein, es gibt eine App und dann bestellt man das, was man möchte. Man sucht also quasi online aus und das wird dann direkt zum Platz gebracht. Vorher scannt man noch den QR-Code am Platz und dann weiß natürlich auch die Servicekraft hier, wo man sitzt. Thank you. Ja, es gibt hier sehr interessante japanische Speisen. Natürlich muss ich Sushi essen, ganz wichtig. Das gibt es ja eigentlich schon immer, wenn man hier mit japanischen Airlines in die First Class Lounge, aber auch in die Business Class Lounge geht, bekommt man immer frisch, wirklich frisch gemachtes Sushi serviert. Und hier finde ich es schon immer sehr gut gewesen. Aber wenn ich so gerne so Fisch mag oder nicht so gerne japanisch mag, aber das glaube ich ja nicht, wer. Das mag doch jeder. Der kann aber auch so Serrano-Schinken und Brötchen essen. Macht man so in Japan. Ich muss mal unser letztes Video angucken aus Tokio. Endlich wieder Tokio. Waren wir unterwegs mit Marc, unserem Patron. Und der hat uns echt ein tolles Ramen-Restaurant gezeigt. Das war toll, ne? Mhm. Also ich fand das großartig. Und hier wird dann das Sushi frisch zubereitet. Aber wisst ihr was? Eine Sache muss ich euch noch sagen. Die schmecken so lecker. Kennt ihr das? Das ist ein bisschen so wie Zwieback. Aber mit weißer Schokolade obendrauf. Richtig, richtig lecker. Das ist also der Gang aus der First Class Lounge hier. Duschen muss man aktuell per App, genauso wie das Essen, sich reservieren und dann kann man sich noch mal Einblick geben. Aber ich frage mal nach, ob ihr rein dürft. Na gut, geht auch einfach. Also man fragt einfach mal nach und dann bekommt man eine Schlüssel für die Shower. Die ist nämlich da drin. Ist auch so ein leichtes Spa-Feeling hier. Nummer 6 ist gleich da vorne. Davon war ich ja gespannt. Also ich glaube, dass hier Japan Airlines sich nicht lumpen lässt und tolles, ja, Duscherlebnis bietet. Ach so. So, das ist also jetzt die Japan Airlines Dusche. Also ein wenig dunkel, oder? Dunkel gehalten mit verschiedenen kleinen Amenities. Also das ist in Form von, ich sage mal Amenities, aber eigentlich sind es ja letztendlich Dinge, die man benötigt zum Duschen, ne? Also Handtücher, verschiedene Handtücher und ja, die Dusche selbst. Body Lotion, Shampoo und Conditioner, Body Soap. Duschgel und Shampoo duftet meistens sehr gut, aber irgendwie gar nicht so spektakulär, oder? Also ist tatsächlich eigentlich nur zum Duschen da und mehr nicht. Die Badewanne habe ich auch nicht gesehen. Links befindet sich dann der Arbeitsbereich und ja, der letztendliche Lounge-Bereich mit Blick über das Rollfeld, also das Vorfeld des Flughafens.